Stellen wir uns einen gut aussehenden, auffällig extravagant gekleideten Mann von, sagen wir, 30 Jahren vor, der mit einer mal honigsüßen, mal braunsamtigen Stimme Sätze sagt wie: Nur langweilige Menschen sind schon beim Frühstück brillant. Oder: Ich habe nichts zu verzollen außer meinem Genie. Oder: Manche Menschen bringen Glück, wohin sie auch gehen, andere, sobald sie gehen. Oder: Sobald mir die Leute zustimmen, habe ich immer das Gefühl, etwas Falsches gesagt zu haben. Wenn Sie derartige Aussprüche hören, verehrte Zuseher, dann denken Sie vielleicht, wie witzig. Möglicherweise denken Sie auch, das ist mir ein wenig zu geistreich. Oder wofür hält der sich eigentlich? Der Erfinder dieser Bonmots erfuhr all diese Reaktionen. Als die Zahl der Kritiker, die seine Anhänger überwog, brach ihm die öffentliche Stimmung den Hals. Er hieß Oscar Wilde, wurde 1854 in Dublin in eine wohlhabende Familie geboren und starb im November 1900 in Paris. Der Tod fand ihn in einer armseligen Absteige und, wie es sich für einen Mann von Stil gehörte, mit einem Glas kühlen Champagners in der Hand. Seine letzten Worte waren, so berichtet ein Zeitzeuge: Ich sterbe, wie ich gelebt habe, über meine Verhältnisse. Oscar Wilde ist heute und war, seitdem er mit dem Schreiben angefangen hat, einer der meistgespielten Theaterautoren. Er schrieb Gedichte und Märchen, Essays und einen Roman. Doch bekannt wurde er zunächst durch sein Auftreten, durch einen Lebensstil, der die Verkörperung des Schönen zum höchsten Prinzip erklärte. Ästhetizismus als die wahre Kunstform, so lautete sein Programm. Denn das Leben imitiere die Kunst weit mehr als die Kunst das Leben. Was ist damit gemeint? Nun, dass die Kunst die Verpflichtung habe, gleichsam anarchistisch mit den tristen Erscheinungsformen des Alltagslebens, den gesellschaftlichen Konventionen der überkommenen Moral aufzuräumen. Nicht durch eine ideologische Zusammenrottung gesellschaftskritischer Verbände, so lautet die Botschaft, sondern durch das Setzen individueller Beispiele, wie eben den locker eleganten Lebensstil, den unser Autor selber vorführte. Ich habe jetzt, verehrte Zuseher, zwei Hauptwörter gebraucht, die recht besehen in diesem Zusammenhang überhaupt nichts verloren haben. Es waren die Wörter Verpflichtung und Botschaft. Denn beide beschwören hier den Gedanken des Apostelhaften, des Missionarischen. Und über weniges hätte Oscar Wilde mehr gespöttelt. Ein Dandy, und das war der Schriftsteller, ein Dandy predigt nicht, ersetzt Effekte. Nun hängt die Wirksamkeit von Effekten naturgemäß davon ab, wer sie vorführt und wie viel intellektuelles Gewicht diese Person auf die Waagschale bringen kann. Deshalb werfen wir kurz einen Blick auf die frühe Biografie unseres Helden. Er stammte, wie vorhin gesagt, aus einer nicht nur wohlhabenden, sondern auch eher ungewöhnlichen Familie. Der Vater war der angesehenste Augen- und Ohrenarzt Irlands. In seiner Freizeit schrieb er dazu noch Bücher über das irische Altertum und über gälische Folklore. Eine Reihe von wohltätigen medizinischen Stiftungen sind mit seinem Namen verbunden und auch mindestens zwei Kinder, die er nicht mit seiner Frau gezeugt hatte. Diese Frau, Oscar Wildes Mutter, war gleichfalls eine passionierte Verfechterin und Erforscherin der irischen Kultur, verfasste patriotische Gedichte und unterhielt in Dublin einen Salon, in dem die geistigen Größen der Zeit verkehrten. Man darf sich daher das Leben des jungen Oscar als durchaus intellektuell und künstlerisch angeregt vorstellen. Erwähnen wir noch das Wirken eines französischen Kindermädchens und einer deutschen Gouvernante, dann rundet sich das Bild ab. Deutsch und Französisch waren hinfort für Wilde keine Fremdsprachen mehr. Später, da war er allerdings schon 42, schrieb er ein Versdrama auf Französisch, jene Salomé, aus welcher übrigens der nur um 5 Jahre jüngere Richard Strauss kurz darauf eine Oper schuf. An der Universität, erst am renommierten Trinity College in Dublin,
später am nicht weniger reputierlichen Magdalen College in Oxford, belegte er das Fach Gräzistik, also das Studium der klassischen griechischen Sprache und Kultur, und wurde ob seiner akademischen Brillanz bald zum Liebling der dortigen Professorenschaft. Man muss betonen, akademische Brillanz. Nicht alle dort Lehrenden, auch nicht alle Kommilitonen fanden sich leicht mit einem Studenten ab, der sein Zimmer verschwenderisch mit Sonnenblumen, Pfauenfedern und erlesenem Porzellan dekorierte und seine Haare bis auf die Schultern trug. Oscar Wilde scheint auch wenig Gefallen an den so beliebten sportlichen Aktivitäten seiner Universität gefunden zu haben. Allerdings vermerkt sein Zeugnis mit unverhohlener Bewunderung, dass er einmal 4 Kommilitonen, die ihn bedrängten, ohne fremde Hilfe ausnockte. Ein wenig wichtiger ist gewiss der Hinweis, dass er in Oxford 2 bedeutende Kunsttheoretiker und Kunsthistoriker traf, die seine Vorstellung von Ästhetik nachhaltig prägten und ihm den Gedanken nahelegten, dass das Schöne immer nur einen Schritt weit von seinem Untergang angesiedelt ist. Als er allerdings versuchte, diese Theorie in eine akademische Form zu bringen, die ihm eine Universitätslaufbahn hätte sichern können, da scheiterte er. Dabei hatte selten zuvor ein Student bessere Abschlussnoten erhalten. Es waren, und nur das will ich hier hervorheben, vielleicht exaltierte Gäste, mit denen Oscar Wilde sein Leben schmückte, doch sie waren keinesfalls hohl, nur eben erfolglos. Wie sein Werben um eine Jugendliebe, um Florence Balcombe, die verlobte sich stattdessen mit Bram Stoker, dem späteren Autor von Dracula. Der Erfolg stellte sich erst 1891 ein, als Wilde den Roman Das Bildnis des Dorian Gray veröffentlichte, die Geschichte eines schönen jungen Mannes, eben jenes Dorian Gray, der seinem eigenen Porträt verfällt. Dieses Gemälde weckt in ihm das heftige Begehren, nicht er, sondern das Bild möge an seiner Stelle altern. Also schließt er einen Pakt mit dem Teufel, hier in der Gestalt des Lord Henry Wotton, der ihm dafür seine Seele abkauft. Dorian Gray bleibt jung und kostet alle Ausschweifungen aus, die das Leben einem schönen, ewig jungen Mann bieten kann. Während das Gesicht auf dem Porträt zunehmend altert und alle diese Züge des moralischen Verfalls annimmt, die der Preis für solche Ausschweifungen sind. Eines Tages zeigt ihm der Maler das Porträt. Dorian Gray gerät in schrecklichen Zorn, ersticht den Maler, beseitigt die Leiche, führt weiterhin ein Leben voller Laster, kann schließlich das Porträt, das er auf dem Dachboden aufbewahrt, nicht mehr anschauen. Er zerfetzt es mit einem Messer, worauf es in seiner alten Schönheit wieder aufersteht. Nur trägt er jetzt selbst das Antlitz des Porträts. Seine Diener finden ihn, das Messer im Herzen, und sie erkennen ihn nur noch an den kostbaren Ringen auf seinen Fingern. Klar, meine Damen und Herren, das ist gruselig, viktorianisch, melodramatisch und es sagt auch eine ganze Menge über den Geschmack jener Epoche aus, dass dieses Buch zu einem gewaltigen Kassenschlager werden konnte. Aber Wilde hatte einen Nerv des Publikums berührt, nennen wir es die Vermutung des Schrecklichen hinter dem Schönen. Und wenn Sie, verehrte Zuseher, an den Titel eines berühmten Gedichtbandes denken, an die Blumen des Bösen von Charles Baudelaire, dann erkennen Sie ein literarisches Muster. Ein Muster, in dem sich die Motive des Symbolismus, also des Kampfes gegen die Realität des Alltags, mit jenen der Dekadenz, der Bestimmung zum Untergang verflechten. Was den Roman, was das Bildnis des Dorian Gray aber rettet, natürlich ist der Sprachwitz seines Autors. Nein, Oscar Wilde hat sich mit dem Verführer, diesem teuflischen Lord Henry Wotton, kein Selbstporträt geschaffen, aber sehr häufig redet Lord Henry wie Oscar Wilde. Und es geschieht ja nun selten genug, dass man über den Teufel herzhaft lachen kann.
Wir bleiben beim Lachen, meine Damen und Herren. Wir kommen zum bekanntesten Theaterstück von Oscar Wilde. Auf Deutsch trägt es verschiedene Titel. Am besten trifft Ernst sein ist alles. Denn auch das englische Original, The Importance of Being Earnest, spielt mit einer Doppelbedeutung. Einmal Ernst als Vorname, zum Zweiten Ernst als eine Geistesverfassung. Man übertreibt nicht, wenn man das Stück eine Farce nennt. Doch leider wird damit unterschlagen, dass Oscar Wilde ganz bewusst hier nur mit Oberflächen spielt. Zu Ihrer Erinnerung, meine Damen und Herren, die Handlung. Zwei junge Männer, John und Algernon, schlüpfen in fiktive Gestalten, wenn sie unerkannt ihren bösen Vergnügungen nachgehen wollen. Algernon besucht dann angeblich einen kranken Freund namens Bunbury. John gibt sich in London als seinen angeblichen Bruder Ernst aus. Oder Ernest. John liebt Gwendolyn, die Cousine von Algernon. Gwendolyn hat eine Schwäche für den Namen Ernst. Also verspricht ihr John, sich umtaufen zu lassen. Keine Sorgen, meine Damen und Herren, es kommt noch viel absurder. Algernon also, der jedenfalls mit der Cousine Gwendolyn, in die John verliebt ist, taucht eines Tages in dessen Haus auf und behauptet, jener mysteriöse Bruder Ernest zu sein, also die Person, unter deren Namen sich John in London ausgelassene Tage gönnt. Das ist als Scherz gedacht, wird aber ernst, als sich das Mündel von John, die hübsche Cecily, in diesen Ernst, also in Algernon, verliebt. Auch Cecily hat eine Schwäche für den Namen Ernst, soweit der Knoten. Er wird auf haarsträubende Weise gelöst, am Ende fallen sich alle Paare in den Arm. Das Publikum liebte das Stück und als der Autor vor den Vorhang trat und den Zuschauern bescheinigte, sie hätten sich hervorragend und sehr intelligent verhalten, klatschten diese noch heftiger. Ich halte von Ihnen fast so viel wie von meinem Stück, sagte der Autor zum Abschied. Es ist dieser Aspekt meiner Zuseher, den ich vorhin meinte, als ich von einem Theaterstück als reine Oberfläche sprach. Wir sind hier sehr nah beim Theater des Absurden, nur kriegen wir Seitenstechen vom Lachen. Dem Triumph folgte nur zwei Jahre später die Wendung ins Tragische. Wilde hatte sich in Alfred Douglas, den Sohn des Marquis of Queensbury, verliebt. Der Marquis, ein eher ungustiöser Zeitgenosse, der schon das Verhältnis seines ältesten Sohnes mit dem britischen Premierminister nur zähneknirschend toleriert hatte, drohte Wilde, ihn zu verprügeln, sollte der sich weiter mit seinem Sprössling in der Öffentlichkeit zeigen. Es kam zu mehreren hässlichen Gerichtsverfahren. Die Presse liebte den Skandal, denn er enthielt alle Elemente, die einen Prozess massentauglich machten. Hochadel, Homosexualität, die damals natürlich verboten war, einen stadtbekannten Dandy, der auch noch als Theaterautor reüssiert hatte. Was wollte das Herz mir? Am Ende der Verhandlungen wurde er zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt, der Höchststrafe. Im Kerker zog er sich die Krankheit zu, an der er unter jenen erbärmlichen Umständen in Paris starb. Und erst zwei Jahrzehnte später entdeckte man wieder seinen Witz. In seiner größten Bewunderin, die amerikanische Journalistin Dorothy Parker, fasste es einmal in einem Epigramm zusammen, das ich Ihnen in meiner rumpligen Übersetzung vortragen darf. Mach ich in geistreichem Revier ein Aperçu, einen Witz sogar, dann sag ich nie, das ist von mir, denn jeder denkt, das ist von Oscar.